Hallo und herzlich willkommen zum großen Staffelfinale unseres Podcasts heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute da. Herr Dr. Bernhard Wessling, Sie sind heute mein Gast, es freut mich ganz besonders. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich bin natürlich auch aufgeregt, weil wir es online machen und nicht im direkten Gespräch. Ja, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich doch nicht so direkt gegenüber sitzt, aber da wir uns zumindest sehen können, ist es ja doch immer noch ganz angenehm. Ja. Ich habe Ihr Buch gelesen, darum geht es ja heute hauptsächlich, Der Ruf der Kraniche. Ja. Und ich fand das unglaublich spannend, aber ich habe auch unfassbar viele Fragen dazu. Ja, gern. Also erstmal geht es ja damit los, dass Sie eigentlich Unternehmer sind und Doktor der Chemie. Ja. Und dann sind Sie aber dazu gekommen, akustische Untersuchungen zu machen. Ja. Wie konnte es dazu kommen? Wie sind Sie auf den Kranich gekommen? Ja, dann muss ich noch einen kurzen Vorsatz sagen mit dem Unternehmer, denn das bin ich ja auch erst geworden. Ich bin also zunächst mal Chemiker und als Chemiker-Forscher bin in eine relativ kleine Firma eingetreten. Da waren, ich sag mal, 40 Leute nur noch. Die hatten schwere wirtschaftliche Geschichte hinter sich, große Massenentlastung von über 100 Leuten. Und dort habe ich angefangen, dann für das Unternehmen neue Produkte zu entwickeln. Und daraus hat sich dann auch eine größere Forschung ergeben. Ich bin dann richtig tief auch in Grundlagenforschung eingetreten. Das heißt, ich bin eigentlich Forscher. Mhm. Und dann gibt es noch eine Vorgeschichte aus meiner Jugend. Ich hatte so als 14-, 15-Jähriger eine tiefe Depression. Das kam daher, dass ich mir ein Fernrohr gekauft hatte. Mit selbst erspartem, selbst erarbeitetem Geld Kohle und Kartoffeln in die Keller schütten. Das Ganze ist ja schon eine Weile her, zu Zeiten, wo diejenigen, die jetzt zuhören, noch gar nicht gelebt haben. Da gab es noch Keller und da gab es noch Kohle und die wurde vor die Kellerfenster geschüttet. Und dann bin ich eben rum und ich musste ja Geld verdienen, weil ich mir das Fernrohr kaufen wollte. Und dann habe ich mit dem Fernrohr, ich muss sagen, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, mitten aus dem Ruhrgebiet, aus dem schlimmsten Teil des Ruhrgebiets, und habe dann durch diese trüben Lüfte in den Himmel geguckt und da wurde mir klar, irgendwie, wir sind ganz alleine in einem riesigen Universum. Und das plus noch ein paar andere, auch ich sag mal psychologische und familiäre und sonstige Randbedingungen, haben mich in eine, würde man vielleicht heute sagen, pubertäre Depression getrieben. Aus der bin ich dann selbst rausgekommen, indem ich mir die in Herne sehr wenigen, schon damals nur sehr kleinen, ungefähr, sagen wir mal, Naturecken gefahren bin mit meinem Rad. Und auf einmal beim Wandern dort eine wunderschöne kleine blaue Feder entdeckt hatte. Keine Ahnung, was das war, habe ich recherchiert. Aha, das ist eine Eichelhaarfeder. Und das fand ich dann interessant und dann fing ich an, Federn zu suchen. Und das Ganze hat mich dazu gebracht, immer häufiger in die Natur zu gehen. Und ich habe gemerkt, wenn ich in der Natur bin, wenn ich dort einfach wandere und Vögel betrachte, ich muss das alles auch gar nicht wissen, was ich da sehe, aber allein die Ruhe und das andere Denken, was man dann hat, das hat mich von meinen Problemen damals weggebracht und ich habe mich sozusagen selbst aus der Depression heraus therapiert. Rausgewandert. Bin rausgewandert aus der Depression. So, jetzt ein paar, ich sag mal ungefähr 10 Jahre später, bin ich als frischer Doktor der Chemie in dieses kleine Unternehmen eingetreten. Das, was ich ja wusste,
Riesenprobleme hatte. Nur die Probleme waren noch viel, viel schlimmer, als ich sie beim Bewerbungsgespräch wahrgenommen hatte und als man mir das erzählt hatte. Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich ja gar nicht in das Unternehmen eingestiegen. Oh je. Ja, ist ja klar. Wenn man auf einmal mitkriegt, eigentlich steht das Unternehmen kurz vor der Pleite und man muss ganz, ganz schnell das und das und das Problem lösen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das Unternehmen pleite. Und ich war ja gerade umgezogen. Ich hatte schon zwei Kinder. Eins war gerade ein Jahr, der andere war zweieinhalb. Und wir waren aus Düsseldorf, wo ich meine erste Stelle hatte, hier in den Norden gezogen. Und jetzt soll das Unternehmen auf einmal pleite sein. Die eine Stelle habe ich gekündigt und bin in die andere gekommen und das Unternehmen ist pleite. Das ist ja furchtbar. Also letztendlich wieder eine unglaubliche Stresssituation. Also bin ich wieder los, was ich während des Studiums seltener gemacht habe. Nicht gar nicht, aber doch während des Studiums viel seltener, dass ich draußen war, gewandert habe. Ich hatte auch keine Zeit, musste mir meinen ganzen Lebensunterhalt selbst erarbeiten. Meine Familie ist arm gewesen, also meine Eltern konnten mich nicht unterstützen. Und so bin ich dann hier in das benachbarte, in den benachbarten Duvenstädter Brook gekommen. Schon im ersten Winter und dann war natürlich nichts los, aber Ruhe und habe gemerkt, genau richtig. Denn dann bin ich im ersten Frühjahr wieder mit meiner Familie da gewesen und wir hörten Rufe, die ich noch nie gehört hatte. Also musste ich wieder recherchieren, war wie mit der blauen Eichelhaarfeder, ich hatte keine Ahnung. Und stellte fest, das sind Kraniche, wieso sind denn hier Kraniche? Und da war in dem Jahr zum ersten Mal seit Menschengedenken, denn es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen, die das Gegenteil belegen, seit Menschengedenken das erste Mal, dass ein Paar im Duvenstädter Brook ein Brutrevier besetzte. So kam ich dann mit den Leuten, die sich auskannten, zusammen, bin Teil des sich bildenden Kranichschutz, der sich bildenden Kranichschutzorganisation geworden, habe mit dem NABU zusammengearbeitet und mit dem WWF. Die hatten das gestartet. Und wie das dann so war, wurde es immer mehr und auf einmal war ich verantwortlich für die ganze Geschichte. Weil der es gegründet hatte, sich nach Mecklenburg zurückziehen wollte. Und wie ich dann verantwortlich war, musste ich natürlich immer häufiger hin und dabei mit meinem Forscherauge, sag ich mal, Dinge beobachtet, die mit dem, was ich inzwischen über Kraniche gelesen und gehört hatte, nicht in Übereinstimmung zu bringen waren. Jedenfalls für mich nicht. Also habe ich immer mehr beobachtet und schließlich wollte ich wissen, wer es wäre. Damit ich die Verhaltensbeobachtungen, die ich mit dem Auge hatte, auch zuordnen konnte. Das ist das Paar, was vor 4 Wochen oder was letztes Jahr das und das gemacht hat. So, aber wie weiß ich denn, wer ist? Bringen kann ich nicht. Bringen will ich auch nicht. Das ist ja ein sehr belebtes Naturschutzgebiet. Wir haben versucht, den Menschen beizubringen, nicht von den Wegen abzugehen. Eine irrsinnige Arbeit gewesen, irrsinnig aufwendig. Die Leute kommen, obwohl verboten, mit den Hunden hier rein. Und da muss man ständig irgendeinen ansprechen und sagen, entschuldigen Sie bitte, haben Sie das Schild da vorne gelesen? Nee, was für ein Schild denn? Sollen wir mal zusammen hingehen und zusammen lesen? Ja, habe ich überhaupt nicht gesehen. Dann geht man einen Kilometer zurück und liest das Schild gemeinsam durch. Für Hunde verboten. Ach ja, wirklich? Aber mein Hund ist ja immer nur an der Leine und der tut gar nichts. Es ist trotzdem verboten, bitteschön. Das war pädagogisch sehr wertvoll. Pädagogisch wertvoll, ungeheuer anstrengend. Aber es hat gewirkt. Wenn auch, es hat viele, viele Jahre gedauert. Aber in der Zeit habe ich eben auch sehr viel von den Kranichen gesehen und lauter Sachen beobachtet, die ich ja dann im Buch beschrieben habe. So sehr können wir ja jetzt nicht ins Detail gehen. Die mich dann
immer mehr dazu brachten, dass ich herausfinden wollte, wer es wäre. Und dann kam ich durch Zuhören, kann ich ja in Klammern sagen, ich spiele nebenbei Klavier, früher habe ich Geige gelernt, ich habe also ein musikalisches Ohr, stellte ich auf einmal fest, das waren doch zwei Paare, die da gerufen haben. Einer von ein bisschen schräg links, einer ein bisschen schräg rechts. Die Rufe waren doch unterschiedlich. Also kam ich auf den Gedanken, die Rufe aufzunehmen und vielleicht zu analysieren. Und da dachte ich, auf den Gedanken bin ich ganz bestimmt nicht als Erster gekommen. Ich muss jetzt mal in der Literatur recherchieren. Das Ganze war jetzt Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war ja noch nicht so viel mit Internet. Aber ich habe eben recherchiert, habe andere Leute gefragt, die haben recherchiert. Und ich stellte fest, das gibt es nicht. Also mein Plan war, ich schreibe irgendjemanden an oder ich gehe in ein Geschäft und kaufe mir eine Software, mit der ich Vogelstimmen analysieren kann, so wie ich mir vorstellte, wie man sie analysieren sollte, nämlich, dass ich rauskriegen kann, wer es wäre. Also individuelle Zuordnung. Das gab es nicht. Also habe ich gedacht, na gut, dann muss ich das vielleicht selbst entwickeln, aber das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja kein Software-Ingenieur. Ich habe zwar ein Konzept, wie es sein sollte, was ich analysieren will, aber ich kann das nicht programmieren. In der Zeit benutzte ich für meine Forschung eine mathematische Plattform namens Mathematica. Mit einer relativ teuren Lizenz, aber ich brauchte sie für allerlei Forschungsauswertungen und war inzwischen auch in der Lage, da relativ einfache Unterprogramme zu schreiben. Bin dann in eine fortgeschrittene Schule gegangen, habe den dortigen Dozenten animiert, mit mir zusammen das Programm zur Analyse von Vogelstimmen zu entwickeln. Und nach ein paar Monaten war das fertig. Und dann habe ich angefangen, Vogelstimmen zu analysieren, nämlich die Kranichstimmen. Und so bin ich Schritt für Schritt da immer tiefer reingerutscht und habe dann mehr als 10 Jahre hier im Dubenstedter Brook die Kranichgesellschaft analysiert und identifiziert. Das heißt, ich wusste genau, wer es wäre. Wann ist er gekommen oder wann sind die gekommen? In welchem Revier wohnt dieses Paar? In welchem Revier wohnt jenes Paar? Und ist das Revier das gleiche wie letztes Jahr und wie vorletztes Jahr? Und dabei kamen dann lauter überraschende Sachen raus, was ich ja gar nicht beabsichtigt hatte. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, wer es wäre. Und dann wurde das auch langsam bekannt. Und dann habe ich währenddessen mehrere Jahre auch in Mecklenburg in einem Gebiet analysiert. Da bin ich dann aber immer nur für ein verlängertes Wochenende hingefahren, während ich ja hier in der Brutzeit, nach der Rückkehr aus dem Winterquartier, bis zur Schlupf und zum Führen jede Woche mehrfach Aufnahmen gemacht habe. Und mehrfach Aufnahmen hieß für mich hier, ich bin 4 Uhr oder so ähnlich morgens hier im Brook. Das ist zeitig, ja. Ja. Warum um diese Uhrzeit? Weil ich inzwischen rausgekriegt hatte, dass Kraniche, wenn sie morgens wach werden, sich und ihre Nachbarn gegenseitig mit einem Duettruf begrüßen. Mhm. Und weil sie das machen und ich dazu niemanden animieren muss, muss ich eigentlich nur morgens in der Dunkelheit warten, bis die Dämmerung kommt und die Kraniche wach werden. Und wenn ich das an mehreren Tagen hintereinander oder an mehreren Wochen hintereinander an
sag mal, 3, 4 Stellen im Brok gemacht habe, habe ich jedes Paar mindestens einmal erwischt. Und im Verlaufe einer Saison von, ich sage jetzt mal, 3 Monaten, habe ich hunderte von Aufnahmen, von denen ich weiß, von diesen hunderten von Aufnahmen, das sind meine, in Anführungszeichen, 12 Paare, die es inzwischen geworden sind. Also damals. Hm. Damit sehe ich also auch Variationen. Und ich sehe, was sich so im Verlauf der Jahre tut. Wie gesagt, auch ein paar Jahre in Mecklenburg und ebenfalls ein paar Jahre in Brandenburg. In der Schorfheide. Und dabei insgesamt sehr viel gelernt. Und dann wurde es international auch bekannt, oder ich sage sogar eigentlich überwiegend international bekannt. In Deutschland und Europa wurde es eigentlich weniger bekannt als international, sodass ich dann auch nach Japan, Korea und in die USA gerufen wurde. Genau, diese internationalen Abenteuer, das ist noch so ein Kapitel für sich, da kommen wir gleich zu. Ja. Möchte ich aber noch mal wissen, es gibt ja so diese leicht romantische Vorstellung davon, dass Kraniche sich finden, ein Leben lang treu sind, zusammenbleiben, monogam und so weiter. Ja. Mhm. Jetzt haben Sie ja Einblicke bekommen in diese Privatsphäre dieser Paare. Ist es denn wirklich so, wie man sich das vorstellt? Nein, so ist es, könnte man sagen, leider nicht. Wobei ich gar nicht leider sage, sondern ich sage, es ist eigentlich erfreulicherweise, ich sage mal, ganz normal. Nur, das ist vorher noch nicht festgestellt worden. Also über die hier jetzt mehr als 10 Jahre im Brok und dann auch in den anderen Gebieten ebenfalls etliche Jahre, 4, 5, habe ich eben festgestellt, dass, ich sage jetzt mal, größenordnungsmäßig mindestens 50% aller Paare oder aller Kraniche in Paaren mindestens einen weiteren Partner in ihrem Verlaufe ihres Lebens haben. Mhm. Ja. So, so. Ja, und da sagen dann Kranich-Experten, ja, es passiert ja eben auch immer mal, dass der ein oder der andere Partner tot ist. Ja, sage ich, natürlich. Dann sucht der verbliebene Partner sich jemand Neuen, der Witwer oder die Witwe. Aber was ist denn, wenn ich in meinem Gebiet den ehemaligen Partner wiederfinde und der ist entweder alleine und hat gerufen oder ist zusammen mit jemand anderem? Was ist dann? Ja, dann hat es eine neue Paarbildung, eine Umverpaarung gegeben. Und was ist denn, wenn ich beobachte, eines meiner, sagen wir mal, Starpaare, die ich hier hatte, waren jedes Jahr zu sehen, genau gesagt zu hören, aber ich sehe sie ja trotzdem dann auch, aber die meisten Rufe nehme ich auf, während ich sie gar nicht sehe. Waren also jedes Jahr zu hören, aber in einem Jahr ist das Männchen auf einmal mit einem anderen Weibchen zusammen. Jo, inzwischen wusste ich, dass wir neuen Partner gefunden. Im nächsten Jahr wieder mit dem alten Partner. Tja. Wie es halt manchmal so ist. Wie es manchmal so ist. Dann die Krönung, sage ich mal, des Ganzen ist sicherlich gewesen, es sind 2 Paare im Zentrum des Brok und respektieren ihre Reviergrenze und brüten auch, ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie erfolgreich es auch nebensächlich, im darauf folgenden Jahr haben sie sich über Kreuz verpaart. Das Männchen... Ja, Partnertausch. Das Männchen von links ist mit dem Weibchen von rechts zusammen und das Männchen von rechts ist mit dem Weibchen von links zusammen. Tja.
es gibt so Sachen, also dann haben meine Bekannten und Freunde gesagt und meine Verwandten, ja, das ist doch alles Quatsch, was du da rauskriegst. Das ist doch gar nicht möglich, das stimmt doch alles gar nicht. Dann sage ich, wieso nicht? Kraniche sind halt auch nur Menschen. Ja, warum sollte es auch nicht so sein? Ne? Warum sollte es nicht so sein, ja. So überraschend es war, als ich die Erkenntnis dann hatte und nachweisen konnte, die im Übrigen später auch mit beringten Kranken, sehr, sehr, sehr vereinzelt. Man muss ja ganze Paare beringt haben, was normalerweise nicht der Fall ist. Aber gelegentlich ist das möglich gewesen und da hat man bei beringten Paaren natürlich sehr viel weniger als bei mir. Das ist mit dem Beringen viel schwieriger und viel seltener, dass man ein Paar hinbekommt. Mit beringten Paaren eben gefunden, dass eine vergleichbare Dynamik da stattfindet. Also hat die Beringung das dann quasi hin und wieder nochmal bestätigt, was Richtig. Sie rausgehört haben quasi. Genau, genau. Wow. Und letztendlich ist natürlich so, dass meine akustische oder bioakustische Methode viel einfacher ist. Vor allen Dingen ist sie nicht störend. Ich muss die Kraniche niemals stören. Hm. Sie ist quasi flächendeckend. Man kann ein großes Gebiet, also hier bei uns sind es ungefähr 10 Quadratkilometer. Gut, das ist nicht groß, aber es ist relativ groß. Man kann dieses relativ große Gebiet flächendeckend erfassen. Man muss natürlich häufig da sein und was ich auch zugebe, ist, dass das Analysieren 5-mal mehr Zeit erfordert als das Stimmen aufnehmen. Hm. Irgendwie steht das Bild bei mir. Ja. Also Ihr Bild steht. Ja, aber der Ton ist da. Ton ist da, gut. Ja, aber ich sehe gerade auch das. Ja, ich bewege mich nicht mehr, das ist ja interessant. Ja. Na gut, das Bild brauchen wir ja am Ende auch gar nicht. Ich brauche es natürlich als Reflexion, aber okay, dann nehme ich das stehende Bild. Tja, aber Gut. Komisch. Nun gut. Genau, und das Ganze, das war auch das, was ich am Buch auch so bemerkenswert fand, ist eben dieser Wechsel in der Betrachtungsweise der Kraniche. Ne? Also ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber in der Regel ist es eben so, dass der Kranich dann, gerade wenn beringt wird, ja eher so das Forschungsobjekt ist. Ja. Ne, und so wie Sie das jetzt gesagt haben, ne, also Sie stehen da irgendwo in der Landschaft mit Ihrem Mikro und warten einfach, was passiert, mehr oder weniger, greifen da nicht ein und respektieren damit den Kranich als Subjekt. Richtig. Ja. Ich habe natürlich kein, wie soll man sagen, Mini-Mikro genommen, sondern ich habe das größte Sennheiser-Mikro genommen, was die damals hatten. Das heißt, ich habe Rufe, wenn die Umgebung ruhig war, was also Wind anbelangt und sonstige Störgeräusche, Rufe von größenordnungsmäßig um 1 Kilometer Entfernung aufnehmen können. Und dann muss ich ja auch nur größenordnungsmäßig die Richtung haben. Und wenn ich dann diesen Ruf aus einem anderen Standort wieder, ich sage jetzt mal, dann Richtung Osten höre, muss ich ja diese beiden Richtungen eigentlich nur noch grob kreuzen lassen und schon weiß ich ungefähr, wo das Revier ist. Und weil ich dann die Landschaft kenne, weiß ich ziemlich genau, wo das Revier ist. Und dann weiß ich eben auch, habe ich dieses Paar aus dem gleichen Revier schon mal rufen hören oder sind die nur zufällig da? Und eben im Verlauf einer Saison kriege ich auf diese Weise raus, welches Paar ist tatsächlich in welchem Revier? Das ist übrigens auch etwas, was nicht allgemein bekannt ist, nämlich
man sagt ja nicht nur, die Paare sind sich untereinander ihr Leben lang treu, sondern die kommen auch jedes Jahr in das gleiche Revier. Naja, wenn alle auch ungefähr die Hälfte heißt, dann stimmt das. aber genauer gesagt ist sogar bei mir, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ich meine sogar, dass bis auf wenige Ausnahmen jedes Paar im Verlaufe der Zeit irgendwann auch mal das Revier gewechselt hat. Hm. Aus welchem Grund auch immer. Entweder vertrieben worden oder das Revier war nicht mehr gut und sie sind einen halben Kilometer weiter nach Westen oder was weiß ich wohin gezogen. Ja. Hm. Ich habe ein Paar gehabt, genauer gesagt ein Männchen, weil ich zeitweilig auch nicht ganz so flächendeckend im nicht so weit entfernten Nienwulder Moor Rufe aufgenommen und analysiert habe. Das ist so Luftlinie, grob geschätzt 10 Kilometer. Also für Kraniche sind es halt, ich sag mal, 200 Flügelschläge. Oder wie viel? Und dann sind sie durch. Ich wollte eben auch mal rausfinden, gibt es auch Revierwechsel über so eine Strecke von 10 Kilometern? Mhm. Und mit einem Männchen habe ich das tatsächlich nachweisen können. Ein Männchen, also nicht das Paar, was ich dann in einem Jahr oder zwei Jahre zuvor im Nienwulder Moor aufgenommen hatte, das Männchen davon habe ich dann ein, zwei Jahre später hier im Duvenstedter Brook mit einem anderen Weibchen erkannt. Das ist übrigens eins von diesem Paar gewesen, was dann hinterher die Überkreuzverpaarung gemacht hat. Das muss ja ein sehr flexibler und dynamischer junger Herr gewesen sein. Genau, aber schlägt bei weitem nicht meinen flexibelsten und dynamischsten Kranichmann, nämlich einer meiner Stare hier hat vier Partner gehabt im Verlauf der 10 Jahre und war, was den Nachwuchs anbelangt, in dem Zeitraum der erfolgreichste. Die Abwechslung macht's. Ja, ich kommentiere das nicht, das sind nur Fakten. Das sind ganz objektive Forschungsergebnisse, wir bewerten das nicht. Nein, vor allen Dingen bewerten wir es nicht moralisch. Nein. Also das steht uns ja auch gar nicht zu. Wir wissen ja gar nicht, was da so vorgegangen ist. Genau. Gut, dann erzähle ich noch eine kleine Story oder zwei kleine Storys, die am Ende des Buches vorkommen. Irgendwann, jetzt, wir haben jetzt 2021, 2019, also jetzt vor knapp 2 Jahren, habe ich einen Ruf aufgenommen, einen Duettruf, und den ich dann analysiert habe. Und ich denke, das ist ja komisch, das sieht ja merkwürdig aus und hört sich auch merkwürdig an. Dann habe ich mir den genauer angeguckt und das war ein Duettruf, eindeutig von zwei Männchen. Mhm. Denn der Duettrufpaar eines Männchens sieht anders aus als der Duettrufteil eines Weibchens. Mhm. Auch wenn ich das ja gar nicht kann, mache ich es mal akustisch etwas vor. Das Männchen macht ungefähr Und das Weibchen macht zwischen diese Dinger ungefähr Also so kurze Reinkickser. Ja. Und wenn aber jetzt zwei Männchen machen, dann ist das für mich ein Duettruf von zwei Männchen. Eindeutig. Ja. Das ist eine Geschlechtsbestimmung, eine bioakustische Geschlechtsbestimmung. Ob die beiden jetzt ein homosexuelles Paar gebildet haben oder ob die sich nur gegenseitig darüber informiert haben, dass der andere da nicht hin sollte, wo der eine war, das weiß ich nicht. Ich habe die ja nicht gesehen. Also auch die zweite, die, ich sag mal, weniger aufregende Interpretation, nämlich, dass sich einfach nur zwei Männchen unterhalten haben und eigentlich gehörten die zu jeweiligen Paaren, ist
ich sag mal, genauso wahrscheinlich wie die homosexuelle Paarung. Denn auch etwas, was meine Freunde nie geglaubt haben, ich habe auch relativ häufig, ist aber trotzdem noch selten, Duettrufteile nur von Männchen gehört. Mhm. Und wenn ich sowas gehört habe und gerade kein Mikro hatte und jemand war bei mir, dann habe ich gesagt, das war ja nur ein Männchen allein. Nein, was hast du denn da wieder gehört? Ja, ich höre das, Entschuldigung. Und dann ist es mir aber eben auch gelungen, das aufzunehmen. Weibchen 10 Meter daneben oder zwei und ruft einfach nicht mit. Das weiß ich nicht. Ich sehe die ja dann meistens nicht. So, bei mir hat es jetzt gerade gehakt. Ah. Nach aufzunehmen war hier kurz eine Pause. Ah, nach aufzunehmen. sage ich es nochmal. Was ich zunächst mal rein nur mit dem Ohr gehört habe, nämlich dass Männchen alleine gerufen hat, war mir dann auch gelungen, es dann auch mal aufzunehmen und dann konnte ich es nachweisen, jawohl, manchmal ruft ein Männchen auch alleine. Ob das in einer Situation ist, wo das Weibchen daneben steht und einfach nicht mitruft oder ob das eine Situation ist, wo das Männchen aus welchem Grund auch immer ganz alleine einen Duettruf macht, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich es nicht sehe. Es gibt aber eine Situation, die habe ich auch im Buch beschrieben, wo ich hinterher wusste, da hat das Männchen alleine gerufen, das Weibchen war 300 Meter entfernt auf dem Nest. Im Buch beschreibe ich eine Geschichte, wie dieses Paar, die Geschichte zog sich länger hin, wie dieses Paar, ich sag mal insbesondere das Männchen, meiner Meinung nach, es erfolgreich geschafft hat, über Monate hinweg mich zu täuschen, wo das Nest liegt. Aha. Hat also richtig aktiv mich getäuscht. Wenn ich das erkläre jetzt, kann man es erstens nicht verstehen, zweitens führt es zu weit fort. Aber im Buch habe ich es ausführlich oder genau beschrieben. Das waren dann das Paar der Füchse, ne? Die Schlitzohren. Ach, die Schlitzohren, genau. Schlitzohren. Genau. Und was die Geschichte mit den Subjekten anbelangt, also da bin ich sehr stark in die Richtung, ich habe ja erkannt, dass Kraniche Probleme analysieren, wahrnehmen und lösen können, mit einer Planung lösen können. Und also zum Beispiel, dass sie auch täuschen können. Und was ein sehr wichtiges Argument ist, wie ziehen Kraniche ins Winterquartier? Wo fliegen sie her? Wie kommen sie zurück? Das habe ich auch alles genauer beschrieben, führt jetzt zu weit. Jedenfalls ist für mich klar geworden durch diese Beobachtungen, Kraniche sind, was das Ziehen anbelangt, nicht genetisch fixiert, sind nicht genetisch gesteuert. Mhm. Ich möchte auch die Frage nochmal gerne jetzt laut stellen, woher kommt eigentlich die Vermutung, dass das Zugverhalten genetisch gesteuert ist? Inzwischen ist die Biochemie so weit, dass sie für alles Mögliche herausgefunden hat, welches Gen dafür oder welche Gengruppe dafür verantwortlich ist. Fürs Ziehen kennt man keine Gene. Mhm. Und die Gene, die man versucht hat oder die man vermutet hat, dass sie es sein könnten, hat man genauso gut in nicht ziehenden Vogelarten gefunden. Also sage ich, okay, solange wie man die Gene nicht kennt, möchte ich zumindest das Recht haben, zu sagen, vielleicht ist es nicht genetisch gesteuert, sondern, jetzt kommt mein Vorschlag, kulturell. Mhm. Das heißt,
Kraniche, ich spreche jetzt erstmal nur von Kranichen. Ich weiß immer, wenn ich sowas diskutiere, sagen andere, ja, aber die Kuckucke ziehen alleine. Ich spreche jetzt gar nicht vom Kuckuck. Und ja, ich weiß auch, der Greifvogel zieht alleine. Und ja, ich spreche von Kranichen. Von Kranichen weiß man über beringte und über vor allen Dingen über besenderte Kraniche, dass sie keineswegs jedes Jahr den gleichen Weg nehmen. Aha. Sondern mal diesen und mal jenen. Keineswegs jedes Jahr in das gleiche Winterquartier ziehen, sondern mal in dieses, mal in jenes und mal zwischendurch noch über Nordafrika nach Äthiopien fliegen, wo sie letztes und vorletztes Jahr gar nicht gewesen sind. Wir wissen darüber hinaus sehr genau, wie schnell neuartige Überwinterungsquartiere von Kranichen gefunden und, ich sag mal, von 2 Kranichen gefunden oder von 6. Und im Verlauf der nächsten wenigen Jahre sind da 20.000. Mhm. Da müssen sich die Gene ganz schön schnell umgestellt haben. In lebenden Kranichen, die vor 2 Jahren ein Gen hatten, nach Spanien zu ziehen. Jetzt haben sie auf einmal ein Gen und ziehen nach Südwestfrankreich. Oder in die Camargue. Die Camargue als Überwinterungsgebiet gibt es übrigens erst seit, sag mal, seit 5 Jahren oder so. Mhm. In der Camargue haben nie Kraniche überwintert, zumindest seit Menschengedenken nicht. Aber die Kraniche haben eine völlig neue Gene gekriegt, während sie lebten. Also wahrscheinlich dann doch sehr, sehr anpassungs- und lernfähig. Sehr lernfähig und deshalb habe ich den Begriff Kultur gebracht, als Gruppe lernfähig und die Erkenntnisse können übergeben werden, übertragen werden. Mhm. Denn wenn eine kleine Gruppe von 2 oder 6 Kranichen ein neues Überwinterungsquartier entdeckt, wieso sind es dann im nächsten Jahr 300? Hm. Ja, das muss ja irgendwie kommuniziert werden. Ne? Richtig. Dann erzähle ich eine Geschichte im Buch. Hier hat es noch nie einen Zugweg gegeben, über Hamburg hinweg. Hm. Warum habe ich es beobachten können, dass ein Kranichpaar, was ich dann kannte, nämlich Romeo und Julia, die hießen so bei mir, jedenfalls im Buch, dass die in einer Gruppe von 40, 50 Kranichen aus Südwesten ankamen auf einer Strecke, die gar kein Zugweg war. Über dem Brook hat diese Gruppe, die aus Südwesten kam, einen Schwenk gemacht nach Osten. Und kurz nach dem Schwenk sind 2 Kraniche, nämlich Romeo und Julia, aus der Gruppe ausgeschert, haben sich ins Revier runterfallen lassen, sind runtergesegelt, haben die Landeklappen ausgeschoben, sind gelandet. Und die anderen 38 sind weiter nach Osten geflogen. Wieso ist eine ganze Gruppe eine vollkommen andere Strecke geflogen, um 200 Kilometer oder so ähnlich westlich? Und der größte Teil der Gruppe hat hier gar nichts zu suchen. Sie fliegen nach Mecklenburg weiter und vielleicht nach Schweden oder ich habe keine Ahnung, wo sie weiterhin geflogen sind. Hm. Wie haben die das kommuniziert, dass man über dem Brook einen Schwenk nach Osten machen muss, wenn man weiter nach Schwerin will oder nach Brandenburg in die Schorfheide? Und 2 von denen verabschieden sich ziemlich genau während des
schwenkst nach Osten. Spannend. Ja. Also, ne, da merkt man, dass auch noch viel, immer noch viel zu erforschen und zu entdecken ist und dass man wahrscheinlich, naja, nicht ganz am Anfang steht, aber wirklich noch gar nicht so viel weiß, wie man vorher dachte. Ne? Vor allen Dingen wissen wir sehr wenig über das Denken und das Selbstbewusstsein der Kraniche. Und wenn ich Kraniche sage, sind es inzwischen für mich nur Beispiele von sämtlichen anderen Vogel- und Tierarten geworden. Das Denken, Selbstbewusstsein, die Emotionen. Ich beschreibe im Buch ganz eindeutig und ausführlich auch, welche Emotionen ich beobachten konnte. Und es gibt gar keinen Zweifel, dass Tiere Emotionen haben. Nur, besonders Vögeln haben wir die nie zugebilligt. Das, also man sagt das ja oft so bei Hunden zum Beispiel, ne? So Ja, bei die können traurig gucken, die man ständig um sich hat, ne? Die können wimmern, die können traurig gucken, die können den Schwanz einziehen. Ja. Und diese Signale sehen wir bei Vögeln nicht. Es ist bei Vögeln sehr viel schwieriger herauszufinden, sind die gerade glücklich, zufrieden oder unglücklich. Und weil ich Kraniche nun mal, weil ich ja ständig warten musste, bis sie rufen, sehr viel beobachtet habe, stundenlang an einer Stelle gewartet habe, bis da endlich was passiert, habe ich natürlich sehr viele Dinge beobachtet, die, ich sag mal, der normale Kranichzähler gar nicht merkt. Er sieht zwei Kraniche, macht eine Strichliste und geht weiter und die sehen das nicht. Und ich habe es eben sehen können. Was mich auch interessiert ist, Sie haben das ja alles nicht alleine gemacht. Ne, Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass Sie auch oft mit der Familie raus sind und besonders der älteste Sohn war dann auch sehr engagiert bei der Sache. Ne, der ist also wirklich damit aufgewachsen und hat das wohl auch sehr lange mitgemacht, da die ganze... Also nicht so sehr die Aufnahmegeschichte, aber im ersten Jahr hat er auch sogar mit aufgenommen. Aber dann ist er ins Studium gegangen und war dann quasi weg. Ja. Aber na, ist schon richtig. Kranichschutz und so weiter, sehr aktiv, ja. Insbesondere mit dem Älteren, aber auch mit dem Jüngeren. Das ist ja über viele Jahre, ich sag mal, da war er 4, 5, 6, der Jüngere, und dann war der Ältere 8. Dann haben wir hier Gräben, die abgedämmt werden sollten, weil wir mehr Wasser haben wollten im Naturschutzgebiet. Da haben wir eben wir drei mit den anderen NABU-Leuten zusammen die Dämme gebaut. Ne? Also kann man schon sagen, war auf jeden Fall ein prägender Bestandteil so des Aufwachsens. Ja. So aus pädagogischer Sicht interessiert mich dann natürlich auch, ist das heute noch Bestandteil in deren Alltag? Hat es vielleicht sogar die Berufswahl beeinträchtigt? Wie ist es jetzt so? Also die Berufswahl ist davon nicht beeinflusst und auch nicht beeinträchtigt worden. Mein älterer Sohn ist Physiker geworden, mein jüngerer Ingenieur. Also ich sag mal, aus Sicht eines Chemikers, wenigstens was Handfestes, ne? was Richtiges. ja. Aber mein älterer Sohn ist dann mehr in Sport und Triathlon und hat beim Ironman auf Hawaii mitgemacht und sowas. Ne? Also da haben sich die Schwerpunkte verschoben. Er war und ist aber immer noch besser gewesen und heute noch besser als ich im Erkennen von Vogelstimmen. Da ist er
ich sag mal, relativ perfekt und ich bin, habe so meine Mühe. Mein jüngerer Sohn war ja eher der, der immer mal genörgelt hat, können wir nicht jetzt nach Hause? Ne? Und wir haben ja auch Urlaub gemacht in sehr einsamen Gegenden. Ja, müssen wir jetzt wirklich noch mal auf diesen Berg wandern? Und dann hat er lieber doch unten gewartet und hat sich dann geärgert, wenn mein älterer Sohn und ich oben dann die Bären gesehen hatten. Dann haben sie das nicht geglaubt. Und damals gab es ja keine digitalen Kameras, sondern da mussten wir warten, bis die Filme entwickelt waren, so dass ich beweisen konnte, da waren wirklich oben die Bären. Also jetzt Alaska. Ne? Mhm. Und er ist dann aber eben derjenige geworden, der so wie wir früher geangelt haben, vielleicht auch eine witzige Story, ich habe für Urlaub, wir sind immer in einsamen Gegenden gewesen, eine Regel gemacht, 4 Wochen lang, ich habe immer 4 Wochen Urlaub gemacht, ich brauchte das für meinen Stressabbau. Mhm. 4 Wochen lang kaufen wir kein Fleisch, keine Eier, keinen Fisch, keine Proteine, sondern an Proteinen essen wir nur, was wir selber angeln. Oha. Mit der einen Ausnahme, wenn wir 1 Woche lang nichts geangelt haben, dann dürfen wir Eier kaufen. Okay, ja. Das ist interessanterweise nur ein einziges Mal der Fall gewesen, in der ganzen, ich sag mal, 15-jährigen Urlaubsgeschichte. Und dieser jüngere Sohn, Angeln war immer das Größte für ihn. Wandern war scheiße. Ne? Aber wir sind einmal Richtung eines Tals gewandert auf den äußeren Hebriden, wo ich wusste, da sind Steinadler. Ich wollte endlich mal Steinadler sehen. Da sind wir einen Weg entlang gegangen und endlich nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden haben wir einen Steinadler gesehen. Und dann auch nochmal, dann sind wir zurückgegangen und auf dem Rückweg überholt uns auf dem Weg ein Auto. Da sagt mein jüngerer Sohn, da hätten wir doch auch mit dem Auto fahren können. Da habe ich natürlich argumentiert, nee, dann ist das Erlebnis nicht so schön. Man muss nur die Mühe, die muss belohnt werden. Und wenn man mit dem Auto fährt, dann sieht man das sowieso nicht, ne? Man muss das schon erwandern. So, und er ist derjenige, der mit seinen Kindern, was meine Enkel sind, wandert und angelt. Ah ja. Ja. Und er erklärt so, dann auch, dass man die Mühe ja. erstmal. Er ist nicht so ein großer Vogel- und Naturkenner, das macht aber auch nichts. Sie gehen einfach raus, machen Wanderurlaub mit den Kindern, die sind jetzt schon 11 und 13. Mhm. Wenn sie hier sind, mich besuchen, die wohnen 550 Kilometer südlich von uns. Wenn sie hier sind und uns besuchen, dann sind wir immer, den ganzen Tag sind wir draußen im Brook oder auf meinem Bauernhof oder irgendwo in einem anderen Gebiet, wo wir wandern. Seit Jahrzehnten paddel ich, dann bin ich jetzt mit meinem Enkel unterwegs und wir paddeln. Und er war übrigens derjenige, der mich motiviert hat, das Kranichbuch zu schreiben. Ach ja. Ja, weil er, als er hier in meinem Arbeitszimmer, von dem aus ich gerade hier podcaste, hat er ältere Aufschreibungen von mir in der Schublade entdeckt, von meinen Kranichgeschichten, die ich mal zu einem Buch verarbeiten wollte, aber nie dazu gekommen bin. Vor allen Dingen nicht die neueren Sachen mit Schreikranich und Manschurenkranich und sowas. Dann hat er mich gelöchert und gefragt, wie war das denn, wie war das denn? Und dann habe ich gedacht, ah, ich glaube, ich muss es doch schreiben. Und dann ist es dazu gekommen. Also haben wir Ihrem Sohn quasi das Buch mitzuverdanken. Genau, ja. Ja gut, wenn da jemand ist, der einen da nochmal so ein bisschen motiviert und immer daran erinnert, dass das doch eine gute Idee ist. Ja, genau. Ja. Wir kommen wahrscheinlich jetzt ein bisschen in die Überlänge, aber ich finde, das können wir uns zum Staffelfinale auch mal gönnen.
Es gibt nämlich noch wahnsinnig interessante internationale Geschichten, auf die ich jetzt nicht komplett verzichten möchte. Die eine fand ich so total verrückt, da ging es also nach Südkorea. Ja. Und diese Art von Geschichten, und das meine ich jetzt überhaupt nicht komisch oder so, aber solche Art von Geschichten kannte ich nur von meinem Opa aus der Nachkriegszeit, wenn der den Soldaten die Haare geschnitten hat und die rasiert hat, hat er das gemacht und hatte immer so eine Waffe in den Rippen. Ne? Mhm. Und sie haben dann also in ihrem Buch geschrieben, dass es da also in die DMZ ging, immer mit einem Soldaten im Rücken und die Waffe im Anschlag. Ja. Das müssen Sie jetzt auch nochmal erzählen. Also der Hintergrund ist, dass ich vorher in Japan war, auf Hokkaido mehrfach, und der Gedanke entstanden war bei meinem obersten Kranichfreund George Archibald in den USA, ob nicht die auf Hokkaido isoliert lebende Mandschurenkranich-Population im Vergleich zu der Festland-China-Mandschurenkranich-Population eine unterschiedliche Sprache inzwischen entwickelt haben. Mhm. Und weil das nicht anders ging, haben wir eben entschieden, dass ich in die demilitarisierte Zone an der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea fahre, weil dort zumindest für ein paar Wochen die Kraniche aus Nordostchina entweder überwintern oder jedenfalls mindestens Rast machen. Und dort auch genügend Zeug auf nur halb abgeernteten Feldern finden. Demilitarisierte Zone heißt, als jemand, der keine Sondergenehmigung hat, darf man da nicht rein. Mhm. Und es gibt Grenzkontrollen 15 Kilometer vor der eigentlichen Grenze. Also musste George mir mit seinen Fähigkeiten, und die hat er, und die Kontakte eine Sondergenehmigung besorgen, und die bekam ich dann und bin mit einem südkoreanischen Kranichforscher in die demilitarisierte Zone reingefahren. Dort durften wir uns nur bewegen mit einem Soldaten als direkter Bewachung. Das wusste ich, dass das so sein würde, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir in diesem kleinen Auto, ich weiß nicht mehr, was wir da für ein Daihatsu oder was hatten, wo ungefähr so drei Leute reinpassen. Und der Soldat klemmte sich dann auf den Hintersitz und hatte im Auto seine Waffe im Anschlag. Und das war wirklich, das war merkwürdig. Und wenn ich dann eben versucht habe, hier und da und da und vor allen Dingen ja auch da wieder früh morgens in der Nacht, und im Übrigen, es war ja Winter, minus 20 Grad, morgens um, Gott sei Dank nicht 4 Uhr, da wird es ja auch später, aber es war ja trotzdem stockdunkel, dass an der Grenze, wo man ein paar hundert Meter weiter nördlich die Befestigungsanlagen der nordkoreanischen Grenze sieht, und 10 Meter von einem entfernt steht der Soldat mit dem Anschlag, weil er Angst hat, dass ich rüber mache nach Nordkorea. Oder ich weiß nicht, warum er mich erschießen wollte, falls ich irgendwas mache. Ja. Also das war schon kurios. Ne? Hm. Und auch die Aufnahmen der Kranichrufe, denn sowohl die Nordkoreaner wie auch die Südkoreaner haben ständig mit riesigen Lautsprechern irgendwelche Propaganda-Geschichten rüber gesendet oder Musik oder irgendwelche Krach. Ja? Mhm. Und da musste ich immer gucken, die Kraniche dazu bewegen, dass die dann rufen, wenn die Lautsprecher nicht. Aber es hat alles geklappt. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Das ist wirklich so eine Geschichte. Keine Ahnung, das hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben. So. Das, ja. Eine andere Geschichte, ja? Die ich auch, wo ich auch so dachte, also entweder hat der Mann vor gar nichts Angst oder er kann das Risiko punktgenau kalkulieren, war diese Geschichte vom Migrationsprojekt in Amerika. Mhm.
Ja, erzählen Sie am besten einfach selber. Es waren ja diese besonderen Umstände, ne, September 2001. Also, Ihre Interpretation, entweder hat der Mann vor gar nichts Angst oder er kann die Risiken perfekt kalkulieren, sind beide unzutreffend. Denn erstens habe ich furchtbare Angst und zweitens kann ich überhaupt nicht kalkulieren, sondern ich war schlicht und einfach naiv. Ah ja, okay, gut. In jeder Hinsicht. Also ich wusste ja gar nicht, der Gedanke war, ich nehme die Schreikranichrufe auf, die ich für das Migrationsprojekt verwenden wollte. Ich erzähle jetzt nicht, wie das dazu kam, steht alles im Buch, hochinteressant. Jedenfalls, wir brauchten original Schreikranichrufe für das Migrationsprojekt, um eine neue Population auszuwildern, dazu trainieren wollten, Ultraleichtflugzeugen zu folgen von Wisconsin nach Florida. Und da sollten sie dann wild werden. Und das geht nur, habe ich gesagt, wenn wir deren Rufe auch verwenden für die Kommunikation. Also wollte ich unterschiedlichste Rufe aufnehmen und nebenbei auch die damals noch sehr kleine Schreikranich-Population individuell identifizieren. Ja, das machst du am besten in dem Winterquartier in Texas, in dem Wildlife Refuge. Ein Wildlife Refuge ist eine noch höhere Schutzkategorie als ein Nationalpark und noch höher als Nationalpark-Kernzone. Da darf einfach keiner rein, bis auf die Leute, die wieder Sondergenehmigung bekommen und deren Projekt, eben was sie da machen wollen, auch von was weiß ich wie vielen Stellen genehmigt wurde. Das haben die Amerikaner alles für mich gemacht. Die wollten mich ja da haben. Was ich natürlich erstens nicht wusste, ist, ich kann lesen, wie groß das ist, aber man kann sich das nicht vorstellen. Dann habe ich das falsche Auto gemietet. Das hatte schwache Reifen, während die von dem Wildlife Refuge, die Ranger, die hatten Autos mit Reifen, die ungefähr so groß sind wie ich. Die Reifen, nicht die Autos. Und ich fuhr also diesen Schotterweg mit meinem Reifen, von dem ich ständig Angst hatte, dass der gleich platzt, von diesem ganzen Schotter, über den ich da fahre. Und das ist 500 Quadratkilometer groß oder sogar 1000. Es ist einfach riesengroß und um in die Kranichreviere zu kommen, Schreikraniche haben auch im Winter Reviere, im Unterschied zu unseren grauen Kranichen, musste ich bis zu 30 Kilometer in das Gebiet reinfahren. Dann habe ich das Auto dann irgendwo hingestellt und dann bin ich 2, 3, 4, 5 Kilometer Richtung Küste, wo die Reviere waren, durch die Wildnis gewandert. Und das morgens in der Dunkelheit. Ganz alleine. Durch ein Gebiet, was keinen Weg hat, was ich nicht kannte und wo ich nur aufgrund der Windrichtung wusste, ob ich in die richtige Richtung gehe oder nicht. Außerdem war es eiskalt. Ich war ja naiv und dachte, Texas, so. Das ist auch im Winter warm. Und da gab es ja noch kein Internet. Ich konnte ja nicht das Wetter oder das Klima begucken. Und ich war völlig unvorbereitet. Und ich habe alles, was ich hatte, jeden Tag gleichzeitig angezogen. Teilweise, weil ich auch auf einer Insel, die zu dem Wildlife Refuge gehört, auch jeweils ein paar Tage war. Ich war ja mehrfach in diesem Gebiet. Weil ich auch auf der Insel war, wo es aber praktisch nichts gab, da habe ich in einer verrotteten ehemaligen landwirtschaftlichen Hütte übernachtet. Also es gab sowas Ähnliches wie ein Dach, aber eigentlich nicht sowas wie Wände. Zwar sah das aus wie Wände, aber die waren völlig löchrig. Und es war ein eisiger Wind und es war in der Nacht minus 5 Grad. Ich hatte aber Gott sei Dank einen vernünftigen Schlafsack mit.
Und morgens war die Nase erfroren. Ne? Und es gab ja auch kein Licht, keinen Strom, jedenfalls da, wo ich übernachtet habe, nicht. Es gab einen Ranger, da konnte ich meine Batterien aufladen, der war aber natürlich so und so viele Kilometer entfernt. Aber da, wo ich mitten in dem Kranichgebiet übernachtet habe, um dann auch morgens zu Fuß die ersten Kranichrufe aufzunehmen, da hatte ich nichts. Also habe ich mich nachts zum Beispiel eben bei Kerzenlicht umgezogen und der eiskalte Wind hat ständig die Kerze ausgepustet. Ich hatte keine Handschuhe mit, bin morgens bei 0 Grad oder plus 2 Grad und eisigem Wind in diese Wildnis reingegangen. Und ich habe ja lauter Geräte gehabt mit irgendwelchen feinen Knöpfen, die ich drücken musste. Und meine Hände waren erfroren. Also, weder ist es richtig, dass ich vor nichts Angst habe, noch ist es richtig, dass ich das alles kalkulieren will, sondern ich bin einfach naiv da reingerutscht. Und das Einzige, was ich vielleicht habe, ist, dass wenn ich mir vorgenommen habe, ich will diese Kranichrufe aufnehmen, dann mache ich das auch. Egal, ob es minus 5 Grad ist. Und als es dann daran ging, diesen Flug wirklich durchzuführen, war es ja diese besondere Situation. Ne, im Ja. September dann 2001. Ja, das war der zweite. Unterm Radar geflogen, oder Ja, wie? das war der zweite Flug. Ein Jahr davor war es Generalprobe mit Kanadakranichen. Da haben wir sozusagen meine Technik general erprobt. Nämlich kriegen wir Kraniche, die wir künstlich vom Ei auf in Isolation aufgezogen haben, mit unterschiedlichen Rufen. Ich habe 6 verschiedene Rufe aufgenommen mit 6 verschiedenen Bedeutungen. Jedenfalls Bedeutungen, die ich da rein interpretiert habe. Aus dem Verhalten der Kraniche. Da habe ich mit einem ehemaligen Auszubildenden von mir, der ein eigenes Akustikgeschäft hatte, die entsprechende Hardware gebaut, die dann an Ultraleichtflugzeuge und auch noch kleines Zeug, was wir bei der Aufzucht der Kraniche benutzen konnten, mit kleinen Lautsprechern und so weiter, also lauter eben auch Hardware, hatte ich aus Deutschland geliefert. Und da haben wir dann während der Generalprobe mit Kanadakranichen im Jahr 2000 feststellen können, jawohl, das funktioniert alles. Die Kraniche folgen dem Ruf aus dem Lautsprecher und sie werden hinterher wild. Das ist ja das Entscheidende, dass sie wirklich wild werden, dass sie also nicht mehr oder gar nicht, niemals auf die Piloten geprägt sind oder auf ihre Pfleger. Die sie als erstes sehen, wenn das Ei aufgeht. Die waren alle gar nicht zu sehen, sondern im Grunde nur zu hören, die Menschen, die sie Kraniche aufgenommen haben. Und zu hören hieß eben mit den Rufen, die ich aufgenommen habe. Und dann 2001 war der erste Ruf mit der ersten Klasse, wie die das genannt haben, also Schulklasse, der Schreikraniche. Und da war ich, wie auch im Jahr davor, als Trainer also ich habe die Technik ja entwickelt und habe den Leuten also beigebracht, wie sie das benutzen sollen und können, denn ich mache das Projekt ja nicht selber, ich bin ja nur der Zulieferer gewesen für die Rufe und für die Technik, aber dann habe ich sie eben auch alle trainiert, wie sie das machen sollen, bin mit denen geflogen und so weiter und so weiter. Und 2001. Das war dann genau um den 11. September herum. Und das war natürlich ein grauenhafter Schock, zumal ich dann ja auch tagelang gar keinen richtigen Kontakt mit meiner Firma hatte. Ich bin ja Unternehmer, habe das ja sozusagen nur nebenbei gemacht. Und auf einmal bricht der ganze Markt zusammen, sämtliche meine Finanzierungsquellen trocknen aus und alles Mögliche. Und ich sitze im Nationalpark, beziehungsweise das ist auch ein Wildlife Refuge gewesen in Wisconsin. Ich sitze da fest und komme nicht weg. Flugverbote und was weiß ich nicht alles. Aber wir haben es alles irgendwie hingekriegt. Sie sind dann trotzdem geflogen am Tag dann. Wir sind selbst an dem Tag nicht, weil da medizinischer Check war.
Für den Tag war sowieso kein Flugprogramm, aber ab dem nächsten Tag sind wir illegal geflogen. Mit dem Argument, was ich natürlich nicht gesagt habe, sondern die Projektleiter haben das kalkuliert, haben gesagt, die sollen uns erstmal mit ihren Radar-Dings finden. Wir fliegen ja nur 50, 100 Meter hoch. Mehr fliegen wir ja nicht. Wir fliegen einfach weiter, sonst ist das Projekt kaputt. Und das haben wir gemacht. Und dann 6 Wochen später ist dann die erste Schreikranich-Migration nach Florida losgegangen. Wahnsinn. Ja. Also unter welchen Bedingungen man teilweise auch solche Projekte durchführt. Ich glaube, da muss man einfach dabei gewesen sein. Ja, da muss man dabei gewesen sein und man kann das weder planen noch vermeiden, sondern das passiert einfach. Das sind einfach Zufälle, die passieren im Leben. Und hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich furchtbar aktiv bin und dies mache und jenes mache und genauso wie ich auch in meine chemische Forschung eher reingerutscht bin, also in die Thematik, so bin ich eben auch ganz eindeutig in diese Kranich-Geschichte. Erstens die bioakustische Forschung und dann erst recht in das riesige Schreikranich-Projekt bin ich ja reingerutscht. Das habe ich ja nicht Jahre zuvor geplant und wie Reinhold Messner mich mit Ausrüstung perfekt geplant da in die Wildnis begeben. Hat sich halt so ergeben. Es hat sich ergeben und ich hatte halt keine Handschuhe mit. und keine Taschenlampe. Ja, denn ich wusste ja auch gar nicht, ob Schreikraniche, erstens, ob Schreikraniche auch morgens einen Duettruf machen, wenn sie aufwachen. Zweitens, ich wusste, Schreikraniche haben im Winter auch ein Revier. Aber natürlich wusste ich nicht, rufen sie denn im Winter überhaupt? Und drittens wusste ich nicht, rufen sie morgens? Und die Leute, als ich dann bei den Rangern war, als ich angekommen war mit meinem ganzen Zeug und mich mit denen vorbesprochen habe, am Wildlife Refuge, die sagten, nee, Schreikraniche rufen im Winter nicht. Wieso bin ich dann hier, wenn Schreikraniche im Winter gar nicht rufen? Und dann habe ich gefragt, rufen sie denn wenigstens morgens? Nö, morgens auch nicht. Und dann habe ich gefragt, ja, und was ist denn für dich morgens? Naja, ich fahre so um 8 bei mir zu Hause los, 8:30, bin dann so 9:30, 10 im Büro und dann bin ich vielleicht mal, wenn ich hin will, um 11 im Refuge drin, also die rufen nicht. Ich sage, Tom, das ist nicht morgens, das ist mittags. Morgens ist, wenn noch nicht mal die Sonne aufgegangen ist. Also ich war tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, war der erste Mensch weltweit, der jemals Duettrufe von wild lebenden Schreikranichen aufgenommen hat. Die gab es nicht. Es gab keine Aufnahmen. Es gibt ein riesiges, perfektes, Museum in einer Universität in den USA. Die haben Zehntausende von Vogel- und anderen Tierstimmen. Mhm. Keinen Duettruf von Schreikranichen. Ach ja. Denn wenn die alle verschiedensten Rufe gehabt hätten, hätte ich ja gar nicht dahin fahren müssen. Ja. Ja. Hatten nichts, null. Spannend, ja. Also, ne, wir könnten jetzt hier auch noch, ich glaube, noch eine weitere Stunde sitzen und uns unterhalten. Ganz so ausdehnen können wir die Folge jetzt nicht. Aber wir sehen uns ja zum Glück, wenn alles gut geht, Ende August. Ja. Bei uns hier in Waninchen. Sie stellen ihr Buch vor in Luckau in der Kulturkirche. Werden da auch mal erklären, wie das Ganze jetzt überhaupt funktioniert, was Sie da gemacht haben. Und ich bin sicher, da wird es noch mehr von Ihren spannenden Geschichten geben. Da freuen wir jetzt schon drauf. Ja, schön. Freue ich mich auch drauf.
Wunderbar, dann müssen wir es jetzt heute erstmal dabei Genau. belassen und wir reden dann einfach später weiter. Genau. Ja, herzlichen Dank für den Vorschlag. War nett, dass wir so plaudern konnten. Danke, es hat mich auch gefreut. Okay. Dann sehen wir uns im August und dann geht es jetzt erstmal wieder raus in die Natur. Genau, 26. August. Dann verabschiede ich mich, ganz schnell was essen und dann loswandern. Alles klar. Okay, also, tschüss. Tschüss.